jeden Tag und Nacht, ich nehme im 7er Platz. Zurück in Berlin. Ich liebe diese Stadt und ist es kalt und grau. Bei ihrem Kontrollgang durch den Bahnhof Ostkreuz fällt den Bundespolizisten Christian Schneider und Florian Förster eine schlafende Person auf. Schlafen auf dem Bahngelände ist nicht verboten, aber wir haben das Phänomen, dass schlafende Personen oder betrunkene Personen durch andere Personen ausgeraubt werden. In Form von einfaches Abtasten und dann Smartphone, Geldbörsen oder sogar mit Rasierklingen die Taschen aufschneiden und dann die Gegenstände entwenden. Gelegenheit schafft Liebe halt, ne? Moin! Oha! Guten Morgen, die Bundespolizei. Hallo! Hey! Ja, ne, am Bauch habe ich einfach nur so erstmal kurz ihn berührt, ob er leicht schläft. Das war ja nicht der Fall. Und dann benutzen wir halt diese Nervendruckpunkte. Wie unter anderem ich bei ihm am Hals, da ist ein Nervendruckpunkt. Und da werden sie meistens wach, wenn sie auch ganz, ganz tief festschlafen. Aber hier hilft das nicht. Das war wohl mehr als ein Feierabendbier. Für seine Wertsachen ist die Schlafmütze selbst verantwortlich. Doch die Polizisten müssen sicherstellen, dass er keine ärztliche Hilfe braucht. Hallo, machen Sie mal die Augen auf, hier ist die Polizei. Hallo, Meister. Meister, mach mal die Augen auf. Guten Morgen, hier ist die Polizei. Ja, mal hinsetzen und die Augen aufmachen. Wunderbar. Super. Geht's Ihnen gut? Ei, spricht nicht unsere Sprache. Was ist los? Zug verpasst? Hier kommt heute kein Zug. Offensichtlich haben es Christian Schneider und Florian Förster mit einem Touristen zu tun. Haben Sie ja mal einen Ausweis für uns? Ja. Passport? Passport? Ja, ID-Card? Na, show me please. It's no ID-Card. No Passport. Show me please your Passport. Oh, ID-Card. Hallo, Mister. Mister. Your ID-Card. No, what is it? No ID Card. In Berlin passiert jede Minute eine Straftat. Die Polizisten wissen, dass der Mann in seinem Zustand ein leichtes Opfer wäre. Aha, Italiener. Italiano, ja? Si? Si. Ah, super. Grazie. Ciao. Mhm. Anatoli, ist alles fein? Ist okay? Hä? You have all your things? Si, grazie. Smartphone? Ja, für das Smartphone? Sì, sì, sì. Hey, listen, you have your smartphone? Lo dovevo chiedere la settimana prossima. Settimana prossima. In English? Settimana prossima, smartphone, settimana prossima. Ja, verstehe kein Italienisch. Der kleine Italiener hat auf die Hilfe der Uniformierten keine große Lust. Doch die Bundespolizisten als Freund und Helfer. Nee, pack den mal wieder in den Portemonnaie. Ja. Nee, pack den mal wieder hier rein. Sonst gibt es in ein paar Stunden beim Aufstehen das böse Erwachen und der Zug fährt nicht. Für den Notfall werden Kollegen bei der nächsten Streife noch einmal ein Auge auf den Italiener werfen.